Die Gegner haben ein ganz schön starkes Team. Stärker als unseres, finde ich. Na, dafür haben wir ein bisschen mehr AP, wobei der auch AD fürs Top spielen wird. Also der Fizz müsste eigentlich stärker sein als der Nasus. Aber wenn die das beide jetzt irgendwie, oder der Fizz zumindest das erste Mal irgendwie jetzt AD Fizz Toplane ausprobieren möchte. Und der Nasus, selbst wenn er nicht Nasus Pro ist, ist auch als Champion, der nicht besonders schwer ist, doch nur ansatzweise ein Lead bekommt, dann farmt er den Fisch ab, als ob der jedes Mal nur seine Angel in den Teich werfen müsste. Und er sofort anbeißen würde. Ja, dann kann ich mich direkt darauf einstellen, dass der Rango mich invaden wird. Wie die Hölle. Da kann ich mich definitiv darauf gefasst machen. Entsprechend schmeiße ich mir jetzt aber auch nochmal jetzt direkt einen Trank rein. Auch wenn das wahrscheinlich nicht notwendig gewesen wäre. Aber bis jetzt invadet auch nicht. Oh. Schaffe ich nicht pünktlich. Das hat er ganz gut gespielt. Leider noch einen Hit gefressen. Boah. Boah. For fuck's sake. Unglaublich. Unfucking glaublich. So. It takes a lot of effort to move like this in heels. Ich glaube, ich sollte Toplane gleich ganken.
Erst muss ich jetzt ein bisschen hier technisch aufholen. Schön Damage bekommen. Mir ist echt weggegangen. Fuck's sake, why? Der invadet meinen Blue Buff. Ich wusste es. Als mein Jungle komplett im Arsch. Oh, for fuck's sake. Das wird ein anstrengendes Spiel für mich werden. Das ist nicht schön. Klar, wenn der Jungle gefeedet ist, gerade wenn es so ein Rango ist, dann spiegelt sich das einfach mal 1:1 auch dann auf mich, also wieder hier. Scheiße. Als Gegner-Jungle für den Rango. Er wird jetzt auch ganz sicher meinen Red Buff machen direkt. Der wird nicht aufhören jetzt zu invaden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Guck mal, ich bin immer noch nicht Level 6. Vielleicht kriegen wir einen Top-Lane-Kill auf Narus. Es sollte nur zu sehen, dass er jetzt abhaut. Da ist er nämlich. Weg. Kann gleich mal versuchen, Botlane was zu reißen. Wir haben nirgends Rewards. Das ist ganz fürchterlich. An enemy has been slain. Enemy friend. Yeah, my friend. Here, here. Verzieh dich da doch. Du weißt doch genau, dass Rango da gleich ulten wird. Ist tot. Bin mir hundertprozentig sicher, dass Rango oder Botlane Zeit ist. Hundertprozentig.
Aber brauche ich nicht mehr. Oh, come on, for fuck's sake, ehrlich. Richtig ätzend. Top-Lane-Gangs sind easy, ich sollte mich auf Top-Lane fokussieren. Botlane ist auch hier. Nur Lucian nicht, weil der gepennt hat. Der Rengar. Der snowballt das. Stop weed? Meint feed. Aber ich feede nicht. Ich bin zweimal gestorben. Das wird noch ein richtig schwieriges Spiel werden. Oh, come on, Fizz. Heftig. Heftig.
Heftig, heftig, heftig. Das war ja ein One-Hit. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das verlieren wir. Der Jungle Feed, alle Lanes verloren, dann Jungle Feed, das ist in der Kombination nicht geil, muss man ganz einfach sagen. Ja. Wir sind alle irgendwie gefeedet. Das fühlt sich auf jeden Fall bei jedem so an. Evolution hat 73 Farm. Wow. Gut, dass das ein Normal Game ist. It's incredible bad. Spiel ist noch nicht vorbei. Das nicht, aber es wird schwierig. Vor allen Dingen, weil der Lucian nicht reagiert. Der Lucian ist höllenschlecht. Und jetzt trollt er auch noch. Reporten. Will ich auch tun. Bis wenn es ein Normal Game ist. Good job. Der Fist hat was drauf. Auch wenn er jetzt schon ein paar Mal seine Ulti in den Sand gesetzt hat. Und der Nasus ist halt echt höllenschlecht. Der Brand ist in Ordnung. Am schlimmsten ist unsere Botlane. Aber da haben wir jetzt gerade halt auch was gerissen. Von daher. Ja, halt überhaupt gar keine Dragon Control. Okay, aber auch nichts machen.
Rango no ult. Ah, das reicht nicht. Das hat mir gerade die Tankiness auf jeden Fall in dem Kampf vorhin schon wieder was gebracht. Das Spiel ist noch nicht vorbei, tatsächlich. Er ist immer da. Lieber ein Double Kill für Nasus, sehe ich genauso. Der Lucian, ne? Wird jetzt erstmal gemutet. Schön in die Schuriken von Zed reinlaufen. Immer clever. No, I death. Na klar, dass der keinen Spaß dran hat, der, wenn man einen Champion auch nicht spielen kann. Ich hätte übrigens Dings nutzen sollen, habe ich vergessen. Extech. Ich Noob. Jetzt feedet er nämlich absichtlich. Macht aber schon die ganze Zeit. Dieser Shit Ignite immer direkt auf mich. Geht mir tierisch auf die Nerven. Naja. Ein Double Kill bekommen. Rango in meinem Jungle. Obviously. Die ganze Zeit in meinem scheiß Jungle. Kill dir den Bastard. Thornmail fertig. Jetzt sollte mir schon nicht mehr so viel Damage machen. Jetzt hat er sogar mal was Gutes gemacht.
Ich liebe einfach Thornmail auf Eve. Einfach ein geiles Item. Wenn die einen guten Toplaner übrigens hätten, dann hätten wir keine Schnitte. Ah, come on. Your turret has been destroyed. Juck noch Stacks, ja, 6. Your inhibitor has been destroyed. Die wir so viel stärker. So viel stärker als der Lucian. Die hat 14 Kills. Die hat mehr Kills als der Rango. Ah, der Red Buff. Ah, jetzt ist es vorbei. Jetzt macht der Rango das nämlich richtig. Jetzt ist er nämlich immer da, wenn er da sein sollte. Hätten wir einen guten ADC, hätten wir das Spiel gewinnen können. Weil unser ADC ist halt noch schlechter als der ein Toplaner mit Nasus, ne? Muss man halt auch einfach so sagen. Tola war da fast selbst gekillt. Joa, da ist natürlich dann der Magic Damage, der durchkommt, ne? Wer Maokai macht, bin natürlich höllenviel Damage. Slain. An ally has been slain.
Ja, aber GG. War bisweilen eigentlich ein ganz nettes Spiel. Mit Ausnahme halt, dass man hier solche Trolls hatte. Aber der Nasus hat sich wenigstens Mühe gegeben und Nasus gegen Fizz ist halt auch einfach nicht geil, muss man halt auch dazu sagen. Selbst wenn du mit Nasus mit Fizz gut bist. Mit Nasus gut bist und gegen den Fizz spielst, der einsatzweise gut ist, da schon da kannst du eigentlich schon. Meine Güte. Ist der mobile Champion. Ne, ich lauf diesmal keinem in die Arme. Shadows beckon. Still alive. I'm still alive. No. Bubba Worth. Godlike. Insgesamt. Ich bin tot, dafür haben wir 3 Kills gemacht. Oder 2? Ne, 3. Nasus, Rango und Sivir. Aber hauptsächlich Rango und Sivir. Nasus war ja davor schon tot, der zählt nicht. Also 2 gegen 1. Das ist fein, vor allen Dingen, weil es die beiden Carries waren. I'm having fun now. Could have gotten Baron and finished long time ago. It's normal, relax, bro. Meine Güte. Leute benehmen sich alle irgendwie komisch. If I must. Oh, der Set da oben. Into the night. Your inhibitor is respawned. Da war nichts mehr. Hello.
Naja. Dafür war Baron. Das ist Hauptsache, oh, Hauptsache, der ignitet mich auch noch, der Dulli. Ich stelle mir den Champion hier relativ cool mit Yasuo vor, wenn Rakan die immer da so hüpfen lässt. Boah. What the fuck? Your turret has been destroyed. Into the night. Nicht mal den Scheiß Mid-Turret. Dass wir überhaupt noch im Game sind, ist ein Wunder. Wie gesagt, die beenden ja auch nicht. Wir hätten das beendet mit dem Baron, aber den habe ich ja geklaut. Sehr schön. Oh no. Der Mistkerl, ehrlich. Oh, come on. Aber geist. Ist hier Damage? Er ist echt heftig. Die hat 80% durch Auto-Attacks gemacht. Bei 300 Armor. 300 Armor. Na gut, die hat halt auch Last Whisper Shit. Oh, Brian, warum machst du denn nicht wenigstens noch den scheiß Tower? Den hätte doch wenigstens machen können. Your team has destroyed a turret. Was ist eigentlich mit der weiblichen Stimme? Die hat mir viel besser gefallen. Kann man die weibliche nicht einstellen? Scheint nicht. Wir müssen sie wieder fokussen.
Overcome the darkness. Na, wo ist Rango? Er will jetzt echt beenden, er will backdooren. So viel zum Thema Spaß. Ah, jetzt ist es vorbei. GG. Gutes Spiel. Wir waren jetzt am Ende stärker. Aber es ist halt auch einfach zu viel gefallen und Lucian war halt immer noch nutzlos und aber GG.